Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Heute hier, ihr seht's, wir sind zu Besuch im Freistaat nördlich von München. Wir wollen uns hier mal umschauen. Näheres. So, die zwei Frauen stehen schon und warten. Und wir schauen mal. Aussuchen, wir haben das schon ein Wohnmobil. Wir haben jetzt hier verschiedene Detlefs. Ein Dreiachser, den Globetrotter XLI. Dann haben wir hier auch nochmal einen Globetrotter XXLA. Also wir sehen, die Auswahl ist riesig. Hier haben wir viele stehen zum Verkauf. Etrusco, Carrado, hier haben wir Leica, hier haben wir jede Menge Kastenwagen vom Globecar. Also ist schon richtig viel hier im Angebot. Leica, sofort verfügbar. Hier auch Leica. Also wir suchen ja jetzt hier nichts Bestimmtes, wir wollen uns bloß mal umschauen. Wir haben ein schönes Wohnmobil mal gesichtet, das wollen wir uns mal anschauen. Hier haben wir noch Carthago. Carthago haben wir hier eine ganze Menge zu stehen. Jetzt haben wir hier den S Plus I 61 XLLE. So, schauen wir uns das mal an. Na, guck mal rein. Das sagt man schon eher zu. Geht in unsere Richtung. Geht in unsere Richtung, würde ich sagen. Das ist für kleine Leute. Für kleine Leute. Also kleine, wir haben hier ein riesiger eine Couch. Eine Couch, 32 Zoll Fernseher. Eine riesige Küche. Eine riesige Dusche, aber die schon kaputt ist. Oh. Jetzt tun die bestimmt bauen, ne? Ja. Aber was natürlich geil ist, ist natürlich hier sensationell, das Board. Guck mal das Board an. Mama. Guck dir das mal an. Dusche. Ja, lass mal auf. Toilette. Ist wie bei uns in der Kajacht. Nur ein wenig größer. Und hier, was ist hier drin? Ja, der halbe Meter Länge macht natürlich was Schrank. Aus. Ne? Ja. Schrank. So, und dann haben wir hier Einzelbetten. Ich geh mal in die Dusche. Oder traurig ist es. Einzelbetten. Mit Stufe. Ja, das wird gebaut, ne? Das ist sogar ein Espresso mit drin. Ja, hier hat man eine Kaffeemaschine mit drin, ja. Die wird sogar hoch und runter gefahren. Vom Platz her ist aber genauso wie bei uns, ne? Küche, oder? Was natürlich hier ist, haben wir ringsrum, hat man hier Schränke, Ablagefächer hier drin. Die gleichen Griffe wie bei uns. Und diese Bootsarmaturen. Das ist jetzt auf Iveco. Ist ja 5 Tonnen, denke ich mal. Können wir ja nochmal schauen. Also, was natürlich schöner ist, ist das Board. Das Raumbad, ne? Ja, hier sehen wir es noch einmal. 169 4 Grund und so wie er hier steht, 235. So, das ist jetzt die überdachte Ausstellung. Schaut euch das mal an, was hier alles steht. Jede Menge
Anhänger und hier jede Menge. Wahnsinn, was das Camperherz begehrt. Viel Kartonko. Hier haben wir eine ganze Menge stehen. Kartonko, Kartago und viele, viele Anhänger. Also liebe Wohnmobil- und Campingfreunde, die Ausstellungsfläche ist natürlich hier riesig. Wie wir hier sehen können, ein Riesenareal. Sehr viele Wohnanhänger. Hier steht auch unser Favorit, der Bürstner Eleganz, den wir vor 5 Jahren uns mal in Erwägung gezogen haben. So, den haben wir uns mal von Weitem jetzt ausgesucht, der Phoenix. Topliner. Hat eine Rundsitzgruppe hinten. Und dann haben wir hier noch daneben einen weißen Phoenix stehen. So, jetzt schauen wir uns die mal an hier. So, was wir hier sehr viel haben, sind Phoenix auf Iveco und MAN Basis. Dann haben wir einige Morelos und Concorde hier stehen. Also von der Größe alles, was das Campingherz und natürlich auch die Kleingeldkasse befriedigt. Und hier haben wir natürlich einen absoluten Highlight. Der Centurio auf Mercedes Actros, ein absolutes Highlight. Schaut euch das mal an, was das für ein Riesenteil ist. Schreibt ganz einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ein Riesengeschoss. Also wir haben gerade festgestellt, meine Frau, die könnte den nicht mehr fahren. Ich dürfte ihn fahren. Wir tippen mal auf 26 Tonnen. Tippe ich jetzt mal. Mit lenkbarer Hinterachse natürlich. Ist klar, bei 3 Achsen und bei dem Gewicht. Unvorstellbar. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt. So ein Reisemobil, das ist dann schon ein absolutes Highlight. Natürlich auch ein Problem, dann auf jeden Stellplatz oder Campingplatz zu kommen. Hier haben wir eine ganze Menge Kastenwagen, Pössl, teilintegrierte haben wir hier jede Menge. Voll integrierte muss man mal schauen. Dann haben wir hier einiges zu stehen. Also ihr seht, liebe Freunde, das Angebot hier ist riesig. Sunlight, der Grand Alba von Detlefs, auch ein sehr schönes Mobil für 2 Personen, ideal, haben wir uns schon mal angeschaut. Also wir haben den Phoenix uns mal angeschaut von Weitem, ist nicht unseres. Wir standen davor, von der Größe her viel zu groß. Also für unsere Campingverhältnisse nicht angemessen, weil da hätten wir schon Probleme, auf unsere Lieblingsstellplätze, Lieblingscampingorte zu kommen. Aber nichtsdestotrotz ein wunderschönes Reisen. Das war mal unser Favorit, der Detlefs Alba mit der Hecksitzgruppe. Hier haben wir eine ganze Menge stehen an Detlefs. Ist schon riesig, ne? So, wir sind jetzt mal hier im Sturm, liebe Freunde. Ein riesen
ein riesiger Store. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich verstehen könnt mit Maske. Hier in Bayern müssen wir noch Maske tragen. Wir schauen uns das mal an. Also wir haben hier viel Lektüre. Ah, hier unsere Lieblingsbücher. Da haben wir eine ganze Menge. Also Auswahl haben wir hier riesig. Sogar Outdoor-Sachen. Camping-Zubehör, Auffahrkeile. Hier haben wir die Boxen. Die Boxen für die Garage. Das Wohnmobil. Gas. Hier die Tische haben wir auch hier. Das können wir euch mal zeigen. Finden wir sehr wunderschön, sehr sinnvoll. Hocker mit dieser Tischplatte oben drauf. Dann haben wir hier jede Menge Zubehör, Strom. So, hier haben wir eine Riesenfläche Vorzelte aufgebaut. Jede Menge. Also ihr seht es, liebe Campingfreunde, hier findet ihr auf jeden Fall was, was euer Campingherz begehrt. Chantal ist auch begeistert, weil die haben auch hier ein Outdoor-Spielzeugregal. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Tschüss. So, also das passt. Also in Dritt zum Zusammenklappen haben wir hier. Ach nee, das war da unten schon. Warte mal. Push to fall. So. Ach, da müsst ihr das, das müsst ihr wahrscheinlich so ziehen, so rausziehen und dann, guck. So. Ist das was für uns? Nein, das ist nichts für uns. Was kostet es? 79. Die Stufe kostet 79 Euro. Oh Gott. Also liebe Freunde, ihr seht, so ein ganz normaler Tritt 79 Euro. Aber das ist wahrscheinlich ganz neu auf dem Markt. Ist das hier billiger, was wir hier haben? Aber für 79, 80 Euro habe ich so meine Bedenken, dass die Plaste-Klapp-Mechanismus, dass der das hält, dass der das aushält. So, dann schauen wir mal weiter. Was wir auch hier haben, jede Menge Kühlboxen von Truma mit Strom 230 Volt, 12 Volt mit Kühlakkus. Die Abdeckhauben für die Wohnmobile und Gespanner. Also wir haben was gefunden. Wir gehen erstmal bezahlen, liebe Freunde, und dann zeigen wir euch das mal. Ne? So, liebe Freunde, wir haben was gekauft. Und zwar, wir sind ja in Bayern und da haben wir uns das gleich mal hier gekauft. Das Buch Bayern, Oberbayern, Südosten, Niederbayern von Winklers kennen wir ja. Die haben ja die sehr schöne Bücherreihe, werden euch mal mit verlinken und wir benutzen das sehr oft. So, und hier haben wir den Stellplatz, wo wir stehen. Der gehört zum Freistaat dazu, ist genau gegenüber. Also hier haben wir Freistaatgelände, wo wir waren. Hier haben wir den dazugehörigen Stellplatz, der ist kostenfrei. Maximale Verweildauer hier 3 Tage. Wo wir stehen, da haben wir Stromsäulen mit die Kilowattstunde 50 Cent und die Fern- und Entsorgung haben wir hier geradeaus, also hier geradeaus hinter haben wir die Fern- und Entsorgung. Wir tun jetzt mal hier entsorgen und dann fahren wir weiter.